Freunde, heute stelle ich euch zum zweiten Advent wieder ein paar Jahreshighlights vor. Heute so ein bisschen unter dem Motto besondere, liebgewonnene Autorinnen und tatsächlich nur Autorinnen. Sonst bin ich ja nicht ganz so Mann versus Frau, sondern fächer mich da hier sehr breit auf. Aber ich habe in diesem Jahr tatsächlich nur Highlights gefunden von Autorinnen, die ich schon lange Zeit begleite, die ich unglaublich liebe, ihre Bücher zu lesen. Und es hat tatsächlich kein Mann in diese Highlight-Runde es irgendwie geschafft, weil meine Lieblingsautorin auch, glaube ich, dieses Jahr gefühlt überhaupt keine Bücher rausgebracht haben. Auch das passt manchmal. Doch, das war jetzt falsch. Stephen King hätte durchaus ein Buch herausgebracht, was ich aber nicht gelesen habe. Dementsprechend konnte es kein Highlight werden und aber so viel dazu. Ich glaube, man muss da gar nicht so viel erzählen. Ja, ich habe 4 Bücher mitgebracht von 3 Autorinnen und wir starten mit einem, ja, vor einem Jahr erschienenen Buch. Ich glaube, im Januar herausgekommen. Lost Love, das Geheimnis von Dalton Street von Jackie Feldgut. Eine Autorin, die ich schon viele Jahre verfolge, mit der mich auch eine Freundschaft verbindet. Und es war toll, dieses Buch dann in den Händen zu halten, denn es ist jetzt schon ein ganzes Weilchen her gewesen, dass sie ein neues Buch herausgebracht haben. Wir haben hier einen Liebesroman, der so ein bisschen cozy ist, gemütlich ist, der aber auch so ein bisschen den Krimi-Anteil hat. Also wir sind hier auf der Suche nach dem Gedächtnis auf Annie und ja, sie hat eine Farm mitten irgendwo in Texas, wenn ich mich jetzt gar nicht täusche, richtig. Und ja, da passieren ihr so ein paar merkwürdige Dinge, die sie auf die Nachbars, ja, Farmer sozusagen schiebt, denn die sind dagegen, dass sie hier ist, was sie hier tut und aus verschiedensten Gründen, die wir nach und nach berichten. Auf einmal taucht aber ein nackter Mann auf ihrer Terrasse auf und ja, er weiß nicht, wer er ist, wo er herkommt und warum er eigentlich jetzt hier ist und gemeinsam versuchen sie, ja, seine Gedächtnislücken zu füllen, aber eben auch Annie zu unterstützen, was ihre Farm angeht und beiden spinnt sich dann natürlich auch so ein bisschen Liebe zusammen. Eine wirklich wunderschöne Geschichte, die Texas rübergebracht hat, die tolle Dialoge hatte, die einfach auch eine Liebesgeschichte hat, die war so ganz leicht, nicht zu vordergründig, nicht zu kitschig, sondern man hätte fast noch eine Spur mehr Liebe reinpacken können, aber ich fand es richtig schön. Ich mochte diese Lebensgeschichten, die aufeinanderprallen. Ich mochte es, wie wir eben auch so ein bisschen dieses Farmerleben erlebt haben, wie wir Texas gesehen haben, wie so ein bisschen dieses Städtchen beschrieben wurde. Die Nebencharaktere waren ganz toll und eben auch wie die beiden Wege der beiden sich eben ja im Grunde miteinander in eine Richtung formen, sie beide im Grunde mitnimmt und wie wir dann eben auch so ein bisschen ein Geheimnis lüften müssen, da so ein bisschen miträtseln können und ja, eine wunderbare Geschichte, ein tolles Buchcover, hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, es zu lesen und Jackie Feldgut ist immer eine richtige Adresse, wenn man hier Liebesgeschichten sucht und besonders hier in Texas, da hat sie mich absolut mitgenommen und begeistert. Eine Autorin, von der ich schon einiges gelesen habe, gar nicht so lange zurückliegend, aber wie E. Schwab, Victoria Schwab ist für mich eigentlich mittlerweile ein Highlight-Garant, bis auf ein Buch, was ich von ihr abgebrochen habe. Ich habe auch aktuell noch ein Buch von ihr auf dem Sub und hoffe, dass das natürlich auch ein kleines Highlight wird. Aber hier haben wir Galant, eine Special Buchbüchse-Ausgabe, die ich mir extra bestellt habe, in der Hoffnung, dass dieses Buch ein Highlight wird. Und ja, Gott sei Dank, es hat geklappt, dass wir hier in diesem Gothic-Roman, wie er sich selbst beschreibt, wirklich ich ein Highlight gefunden habe. Wir treffen auf Olivia Prior, die in einem Kinderheim aufwächst und als Waise es natürlich nicht sehr einfach im Leben hat. Zudem kommt auch noch ein bisschen eine Beeinträchtigung bei ihr vor, die ihr das Leben nicht einfacher macht, denn sie spricht nicht und gleichzeitig kann sie ja, so ein bisschen besondere Wesen sehen. Eines Tages bekommt ja das Waisenhaus einen Brief von einer verschollenen Tante, Onkel, genau, es war Onkel, und dass sie eben nach Galant kommen soll, zum Herrensitz ihrer Familie. Und da geht der Grusel, das Atmosphärische dann auch los. Nicht, dass ein Waisenhaus schon gruselig genug sein könnte. Nein, wir sind hier unterwegs und man sieht schon oben wie unten, dass das natürlich eine Bedeutung hat, wie es auf dem Cover gezeigt wird, lässt sich erahnen. Es war wahnsinnig atmosphärisch, es war langsam, es war still, eine anhaltende Spannung gehabt, ohne
langweilig zu sein, ohne große Peaks zu haben, aber diese unterschwellige atmosphärische Spannung, die hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich mochte Olivia als Charakter, ich mochte, was uns drumherum gezeigt wurde, wie sie so ein bisschen mit ihrer Schwäche umgeht, mit ihrer Gabe auf der anderen Seite, die natürlich auch ein Fluch sein kann, wie ihre Familie auf dem Gutshaus so ein bisschen tickt, was da Mysteriöses auch passiert. Ich fand es großartig. Ich weiß, dass viele das Buch ein bisschen langweilig fanden, sich was anderes vorgestellt haben. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich habe das Buch, ich glaube, in 2 oder 3 Happen gelesen, weil ich immer wieder so diese anhaltende Spannung hatte, wissen wollte, wie es weitergeht, wo es hingeht, was hat diese Gabe auf sich und was ist mit Olivia, was mit ihrer Familie und wie ist sie also einfach dahin gekommen, wo sie jetzt ist, sowohl im Weißen Haus als dann auch im Gutshaus, im Herrenhaus. Und ich fand es toll. Ich mochte die Geschichte. Ich mag, wie E. Schwab ihren Blick auf die Welt und Menschen richtet und das eben auch wiedergeben kann. Und das hat mir hier auch großen, großen Spaß gemacht. Ja, wir hatten es bei den Sachbüchern schon so, dass mich ein Autor 2-mal begeistern konnte und wir haben es auch bei Adriana Popescu so, dass sie mich mit 2 Büchern begeistern konnte. Starten wir mit dem etwas früheren Buch in diesem Jahr und zwar Goldkehlchen, Erinnerungen voller Lieder von Adriana Popescu. Eine Autorin, der ich schon viele, viele Jahre folge, von der ich gefühlt alles gelesen habe, mich immer wieder freue, wenn es etwas Neues gibt. Und auch nächstes Jahr wird sie uns unter einem neuen Pseudonym eine Geschichte erzählen und ich bin da auch schon mega, mega gespannt drauf. Goldkehlchen ist als lose Fortsetzung zu sehen zu Goldene Zeiten im Gepäck. Denn wir treffen hier wieder auf das bekannte Altenheim, die schattige Pinie, und wir begleiten eine junge Frau, die Chorleiterin wird in diesem Altenheim, denn es wird eben, es ist eben bewiesen, dass Singen, Chor, Arbeiten gut sind für den Kopf, das heißt auch bei Demenzkranken etwas Positives bewirken kann, und wir begleiten jetzt eben die junge Frau, deren Namen ich vergessen habe, Toni. So ist das manchmal, mit den Goldkehlchen, die eben ja auch einen Wettbewerb bestreiten sollen mit ihrem Chor. Und wir haben hier so viele Themen, die wichtig sind, die alle miteinander einspielen. Also vom Älterwerden, übers Vergessen, über wie fühlt sich ein Demenzkranker, wie fühlen sich die Angehörigen, wie geht im Grunde die Umwelt auch damit um, wie geht es Toni mit dieser Aufgabe oder eben auch allen anderen, die in diesem Altenheim arbeiten, unterwegs sind, diese Thematiken haben und was ist Freundschaft, was ist Liebe und ist diese vergänglich, kann die vergessen werden, und ich mochte dieses Buch unglaublich gerne. Man kann es unschwer erkennen mit den vielen Post-its, die ich mir gemacht habe. Es waren wunderbare Charaktere, die man ins Herz schließt, mit denen man mitfiebert, wo man mitgeht, und wer hätte gedacht, dass eine Geschichte über einen Altenheimchor so toll erzählt sein kann, so lebendig, so echt, und das ist wirklich eine Stärke von Adriana. Sie schafft Charaktere, wo man wirklich glaubt, die gibt es. Sie schafft Dialoge, die genauso geführt werden könnte. Und es fühlt sich immer wieder authentisch, echt lebendig an. Und das mag ich unglaublich gerne. Zudem sind diese Themen in diesem Buch natürlich schon sehr ernst, manchmal auch sehr traurig. Aber es ist nicht so, dass man in ein tiefes Loch fällt, voller Trauer und Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit, sondern da ist immer ganz viel Humor, immer ganz viel Witz, immer ganz viel positiv sein, ohne zu unrealistisch zu wirken. Und das mag ich einfach. Ich mag den Stil von Adriana. Und Goldkehlchen kann ich hier auf jeden Fall empfehlen. So auch dann, ja, im Grunde das Jugendbuch des Jahres, Misfits Academy, als wir Helden wurden. Mit einem wunderschönen Buchschnitt, den ich wirklich richtig gelungen finde, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und dieses Buch ist jetzt auch erst im Herbst diesen Jahres erschienen. Es wird nächstes Jahr wohl dann auch mit dem nächsten Band weitergehen und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr darauf. Wir haben hier 5 Jugendliche und wir sind eben an der Misfits Academy irgendwo in England, in Guernsey. Adriana hat schon gesagt, wie man es ausspricht. Ich habe es mal wieder vergessen und verdrängt. So ist es ja öfter mal bei mir, ne? Also Gedächtnis ist eher lückenhaft. Aber wir haben hier Jugendliche, die eben nicht so ganz normal sind, denn sie haben eben Superkräfte. Und da kann man sich alles darunter vorstellen. Und in der Misfits Academy kommen die Jugendlichen an, ja, die so ein bisschen Mist gebaut haben und eben nicht auf die schicken anderen Akademies, Schulen dürfen, wie zum Beispiel Hawaii, sondern die dann eben dort ankommen und da so ein bisschen ja ihr eigenes Ding machen und ein bisschen unter Kontrolle gebracht werden müssen. Und wir haben hier ein 5er-Grüppchen
das eigentlich unterschiedlicher nicht sein kann, aber dann dennoch eine Gruppendynamik entsteht, die ich einfach nur großartig fand. All diese fünf Superkräfte samt ihrer Charaktere, samt der Nebencharakter und auch ein bisschen dieses Akademie-, ja, Schulleben hat mir großen, großen Spaß gemacht. Ja, die Zielgruppe ist schon eher jugendlich, aber dieses Buch wäre genau etwas für mich gewesen, wäre ich irgendwas zwischen 14 und 18. Ich kann mich da noch so hineinversetzen, was die Themen sind, die Gedanken sind und was man da gerne gelesen hat vor zumindest über 20 Jahren. Und mir hätte das alles großen Spaß gemacht. Also solltet ihr noch einen Weihnachtstipp brauchen für Jugendliche, hier ist er, nicht nur für Jugendliche, sondern auch für ältere Menschen wie mich, die eben noch jugendlich im Herzen und im Kopf sind. Wir haben hier eine Gruppendynamik, die großen Spaß macht, die sich wunderbar ergänzen, wo wir auch aus drei Perspektiven die Geschichte erzählt bekommen und so natürlich den Vorteil haben, dass wir durch diese verschiedenen Perspektiven die Welt eben auch wunderbar erklärt bekommen, gezeigt bekommen, an verschiedenen Stellen in der Geschichte unterwegs sind und wir hier einfach ja, mitgenommen werden, begeistert werden und ich wirklich große Freude hatte. Natürlich geht es nicht nur um die Superkräfte, sondern dass an der Schule etwas passiert, was aufgelöst werden sollte, müsste und was da auch so ein bisschen mit den unterschiedlichen Schülern es auf sich hat und wie die Lehrkräfte sind, was man unterrichtet wird, das bekommt man hier alles mit. Also alle, die gerne so Internatsbücher lesen, die sind hier richtig, die was mit Freundschaft anfangen können, mit so zarter Liebesgeschichte und eben natürlich diesen Übersinnlichen, der ist hier absolut richtig. Große, große Freude, hat mir richtig einen Spaß gemacht und war wirklich ein ganz, ganz tolles Buch und ich freue mich schon, wenn die Reihe dann im nächsten Jahr weitergeht. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox zusammen mit dem Büchermonat, wo ich etwas ausführlicher darüber gesprochen habe und das waren sie jetzt auch schon, tatsächlich, die vier Bücher, beziehungsweise drei Autorinnen, die mich dieses Jahr mal wieder begeistern konnten, die eigentlich schon Highlight-Garanten sind. Und ich freue mich sehr darüber, dass eben auch an so bekannten, erfahrenen Autorinnen oder auch Autoren man immer wieder festhalten kann, sagen kann, wenn da ein Buch kommt, da freue ich mich, ein wahrscheinliches, großes, großer Wahrscheinlichkeit, ein Highlight in Händen zu halten. Habt ihr Autoren oder Autorinnen, die für euch Highlight-Garanten sind, dann schreibt es super gerne in die Kommentare. Teilt so ein bisschen eure Begeisterung, würde ich mich sehr, sehr freuen. Auch, ob ihr von den besagten Autorinnen schon etwas gelesen habt und ob das auch für euch Highlight-Autorinnen sind, würde ich mich wirklich darüber freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen wunderbaren zweiten Advent. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.